Das hier ist Berlin. Es ist fast Nacht und in wenigen Stunden wird es soweit sein. Die Partygänger verlassen ihre Häuser und streifen durch die Straßen nur mit einem Ziel im Sinn. Sie wollen sich verwirklichen, eine unglaubliche Nacht erleben, den Spaß ihres Lebens haben. Aber es kommt dieser eine Moment, die letzten 5 Meter, kurz bevor man in den Club geht, da fühlt man sich scheiße. Denn dort steht ein Mann, der einem den ganzen Abend verderben kann. Der Türsteher. Und dessen Willkür ist man ausgesetzt. Beim letzten Dreh von Bei Anruf Udo, da ist mir etwas aufgefallen. Ich hatte praktisch eine Vision. Denn mir wurde plötzlich schlagartig klar, dass Udo Walz und Deutschlands wohl bekanntester Türsteher Sven Marquardt aussehen wie ein und dieselbe Person. Das hier ist Udo Walz und das hier ist Deutschlands bekanntester Türsteher Sven Marquardt vom weltbekannten Club Berghain. Ja? Dieser Gedanke wiederum hat mich auf eine kreative Idee gebracht, denn du bist ja, sagen wir mal, nicht ganz ohne Grund, ja, als Sven Marquardt verkleidet. Na, Udo? Ich bin begeistert. Ja, wir müssen ja aus. Wir wollen heute mal testen, wie weit sind Partygänger bereit zu gehen, wenn es darum geht, vor dem Türsteher zu bestehen. Wir sind hier im Club Alte Kantine in Berlin. Das ist die Tür und ich werde dir das alles näher bringen. Die Clubkultur des Jahres 2015 auf die einzige mögliche Art und Weise, auf die man das machen kann, lieber Udo, mit einer PowerPoint-Präsentation. Wichtige Dinge, die ein Türsteher wissen muss. Wen lassen wir rein? Das ist eine wichtige Frage. Würdest du den reinlassen? Sieht proper aus. Würde ich reinlassen. Erste falsche Entscheidung. Dieser Typ kommt rein, trinkt 1,5 Bier und eine Apfelschorle, muss dann wieder nach Hause, weil er am nächsten Tag das Jurastudium lernen muss. Den hier, würdest du den reinlassen? Nee, würde ich nicht. Der ist ja schon blau. Sehr gut kalkuliert. Der kommt schon besoffen hier an. Da passt nicht mehr viel rein. Auch solche Leute bitte nicht reinlassen, wenn man merkt, die letzten Atemzüge könnten in diesem Club passieren. Es gibt eine Ausnahme, eine spezielle Person, die muss man reinlassen. Das ist er hier, Wilson Gonzales Ochsenknecht. Denn wenn der nicht da war, war es offiziell keine Party. Was machen die Leute da? Die Leute gehen zur Bar, trinken so viel Jägermeister, wie sie können. Wenn sie das getan haben, überlegen sie sich, läuft der Abend gut weiter oder wird sich noch vermehrt. Das ist ganz wichtig, keine Drogen. Wenn du jemanden siehst, der in der Schlange steht und voll auf Drogen ist, nicht reinlassen. Die Drogen werden im Club genommen. Okay. Ein weiterer wichtiger Wirtschaftsfaktor, den wir nicht unterschlagen dürfen. Solche Szenen sind praktisch sonst nicht möglich. Aha. Das ist dein Stuhl, ja, da kannst du dich schon mal draufsetzen, wenn du möchtest. Gut. Ich sitze draußen vor dem Laden in einem Van und werde alles beobachten können über die Kameras hier. Gut. Du kannst den ganzen Hass, den du so in einer Woche zusammengetragen hast, den kannst du an wildfremden Leuten auslassen, die jetzt hier reinkommen. Ich mache mich bereit und viel Spaß, ne? Okay. So, Udo, jetzt machen wir mal ein paar Trockenübungen, bevor es richtig losgeht, ne? Ja. Setz doch mal bitte dein grimmigstes Gesicht auf. Ja, das ist sehr, sehr gut, ne? Sehr, sehr gut. Im Prinzip strahlst du genau die Autorität aus, die wir brauchen. Ja, ja. Da kannst du wirklich die einfach reinkommen lassen. Und wenn die da stehen, sagst du einfach zu dem, ey, beruhig dich mal wieder. Wenn du dich jetzt nicht beruhigst, tut mir leid, dann ist hier für dich die Party beendet. Hallo, guten Tag. Hallo. Wir haben so ein Passwort und würden gerne mal reinschauen. Und beruhige dich mal ein bisschen. Alles klar. Bisschen aggressiv heute oder was? Nö, ich rede immer ein bisschen schneller. Hast du ein Problem gehabt irgendwie gerade draußen? Hattest du heute ein Problem draußen oder der harte Alltag. Nee, was? Der harte Alltag. Hallo, beruhigen, habe ich gesagt. Ja, ich habe doch gesagt beruhigen. Ja. Also aggressive Leute können wir hier nicht brauchen. Die Party ist für euch vorbei hier, ne? Party ist vorbei, ihr kommt nicht rein. Ernsthaft? Ich will jetzt auch nicht mehr weiterreden. Okay, alles klar. Ciao. Ja, bitte gehen, Wiedersehen. Bitte gehen, auf Wiedersehen. Die tun mir so leid. Ach, beim nächsten, ne, wirst du vorher den Tanzstil einmal testen. Bist du Gast hier? Hast du denn vor zu tanzen? Hast du denn vor zu tanzen? Ich will mal sehen, wie du tanzt, weil wir wollen nicht, dass sich jemand hier blamiert. Zeig mal. Zeig mal. Mach mal mit Einsatz. Wenn du mir nicht zeigst, wie du tanzt, kommst du nicht rein. Entweder du tanzt oder du tanzt ab. Entweder du tanzt. Naja, ich habe schon Besseres gesehen. Komm, lange Rede, kurzer Sinn. Geh bitte, ja? Du kommst nicht rein. Tut mir leid, hast Pech gehabt. Was habe ich falsch gemacht? Falsch getanzt. Falsch getanzt. Komm. Versuch's nächste Woche wieder, gell? Ja, ciao.
Zieh deine Jacke an, ist kalt draußen. Sehr gut. Die Musik macht er toll. Aha. Hallo, du. Hallo. Hast du Eintritt bezahlt? Hast du Eintritt bezahlt? Nein. Nur Eintritt reicht nicht bei Nur dir. Nur Eintritt reicht nicht bei dir. Hast du noch ein bisschen Geld dabei? Du musst mich auch bezahlen, sonst lasse ich dich nicht rein. Normalerweise lasse ich so Typen wie dich nicht rein. Ja, weil normalerweise lasse ich so Typen wie dich nicht rein. Also, warum? Warum? Weißt du selber, ne? Du erklären musst dich ja nicht und das weißt du auch selber. Aber ich muss dich bestechen, dass ich es bekomme. Ja, bestechen würde ich es nicht nennen, ich würde es eine Zuwendung. Es ist eine Zuwendung. 20 Euro? 20 Euro ist zu viel? Du willst ja 20 Euro haben plus 3 Euro, dass ich hier hinkomme. Also insgesamt 25, dann kommt er rein, ne? Das ist dein Ernst? Das ist dein Ernst, oder? Wirklich? Das ist nicht euer Ernst. Tschüss. Ja, dann Wiedersehen. Wiedersehen. Beruhig den. So, Udo, die nächste Sache, die wir machen, ist, du holst mal dein Handy raus und dann telefonierst du mal ganz, ganz lange mit zu Hause und erklärst, wo der Autoschlüssel liegt. So. Aha, ja. Hallo? Die Autoschlüssel liegen nicht in der Küche, die liegen im Wohnzimmer. Ja, was, da musst du eben mal gucken. Nicht in der Schale. Na, wenn sie da nicht liegen, sind sie in der Bibliothek. Wieso brauchst du jetzt noch Autoschlüssel? Verstehe ich gar nicht. Wartet mal einen kleinen Moment bitte, ja? Ich muss ja eben telefonieren. Wartet mal einen kleinen Moment, gell? Ich muss mal telefonieren. Ja, aber das weiß ich doch auch nicht. Sag mal, das kann doch nicht so schwer sein, Autoschlüssel zu finden. Ah, kommt ihr mal ganz kurz her? Kommt ihr mal ganz kurz her? Weiter telefonieren? Ja. Gut. Jetzt ganz nebensächlich sagen, ihr kommt nicht rein. Ja, okay, warte mal schnell. Wir kommen nicht rein. Weiter telefonieren. Weiter telefonieren. Tschüss. Ja, okay. Naja, also es ist, wie es ist. Ja, Mädels. Das war toll. Udo, bei den nächsten, die reinkommen, Udo, haben wir ein Polaroid vorher geschossen, draußen in der Schlange. Und wenn derjenige reinkommt, sage ich dir, wer es ist und sagst du, tut mir leid, du hast Hausverbot. Hallo. Hi. Hausverbot. Wie awesome. Ey, ich bin zum ersten Mal hier. Ach, das bist du doch. Hausverbot, was hast Hausverbot. Du? Hausverbot. Wiedersehen. Ey. Ich tue auch nur meinen Job. Guten Abend. Ciao. Hallo, wie viel seid ihr? Wir sind drei. Drei? So wie drauf. Da ist einer zu viel. What? Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene mu und raus bist. Muss gehen. Ja. Tschüss. Die waren ganz sprachlos, gell? Das war toll. Darf ich dir was verraten? Ja. Deine Schicht ist für heute beendet. Gut. Ich komme zu dir rein, okay? Udo, ich darf dich beglückwünschen zu einem neuen Talent, was ich in dir entdeckt habe. Der fiese Türsteher lebt auch in dir. Das war sehr gut. Tschüss, meine Damen und Herren. Udo Walz, die härteste Tür von ganz Berlin. Ja, das stimmt. Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an Ohren?